Einen wunderschönen guten Tag, damit recht herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Aufnahme vom Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute auf der Karte Helsinki Version 1.2, die ganz frisch erschienen ist. Und das war dann wohl der letzte Fahrgast, der vielleicht mit uns hätte fahren wollen. Das schadet, ist wieder da. Okay, gut. Soll uns, glaube ich, nicht weiter stören. Wird sich vielleicht noch das eine oder andere mal ändern, bis wir losfahren. Wir haben noch gar nicht geschildert. Und ich habe noch gar keine einleitenden Worte zur Karte gesagt. Die sind wir in einer älteren Version schon damals, als das eben aktuell war, schon mal gefahren. Und das Besondere ist, dass das eben nicht nur eine reale Karte aus Helsinki ist, aus Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, sondern es werden auch Busse mitgeliefert, die entsprechend passen. Und zwar alle, genau, also Standardbusse. Boah. Ich mag das ja sehr gerne, wenn der Tatüter tat. Ne? Also Busse, die auf jeden Fall dem O305 ähneln, weil die alle diesem Standardbus-Baukasten gefolgt sind, der zu der Zeit da war. Wir haben also überall diese VÖV-Front. Und entsprechend ist es hier quasi ein modifizierter O305, weil es eben einige Teile gab, die man dann, ne, bessere Ersatzteile, blablabla, die Geschichte mit diesen Standardbussen, Standard 1, Standard 2 Busse, das kennt er ja, glaube ich, alles ein bisschen. Und was ja in Deutschland relativ bekannt war, waren ja die Versionen von Mercedes und die von MAN. Und genau, es gab auch welche von Volvo, Scania und Co. Wir sehen jetzt hier einen von Volvo. Und mit dem werden wir heute hier die Linie 23 einmal abfahren in der aktuellen Version. Ja, genau. Und das sieht man auch hier schon ein bisschen am Dashboard. Gut, natürlich, der O305 ist natürlich unverkennbar. Allerdings haben wir auf jeden Fall ein anderes, ein Dashboard mit anderen Anzeigen. Denn diese linke Konsole sieht anders aus. Aber da war eben alles eben darauf ausgerichtet, dass man die Ersatzteile ganz gut zwischen den Fahrzeugen austauschen kann. Und deswegen haben wir hier halt trotzdem den Innenraum und die Sitze, wie man das kennt. So sollte einem der Bus doch einigermaßen bekannt vorkommen. So, allerdings ist auch noch ein Motor verbaut. Werden wir vielleicht nachher mal hören. Man sollte vielleicht auch das Lenkrad anschalten. So. So, ja, ein bisschen was hört man ja schon. Ist ja schon mal nicht schlecht. Wir sollten schildern. Finde ich gut, dass die mir das abgedeckt haben. Ja, Leute. Ihr habt mir das abgedeckt. Wie soll ich denn da, wie soll ich denn dann schildern können? Ich probiere es mal einfach so mit F8. Vielleicht haben wir ja Zielrollbänder. Ja. Auf jeden Fall haben wir Zielrollbänder. Ja, ich muss mal ganz kurz spiegeln. Das geht ja so. Hat mich mit böswillig den Fahrplan abgeklebt. So, Ilmala. Stimmt schon, okay, was wir da haben. Ja, nee, Fahrplan, du heute. Nee, du heute nicht. Du kriegst doch keinen Fahrplan. Okay. Gut, dann ist dem wohl so. Können wir trotzdem mal die 23 einstellen. Jetzt mal nimmt da die anderen Dinger von den Linienrollbändern. Ja, jetzt stellen sie es mal nicht so. Oh, die Sportshow, oh, wenn wir das so machen. Ja, so schlimm sieht das doch gar nicht aus. So, die Leute sollten vielleicht einsteigen, ansonsten noch ein bisschen vielleicht Licht hier im Kabuff und hoffen, dass uns nicht mehr allzu viele Einsatzfahrzeuge vor die Linse, beziehungsweise, was ist denn das, eher vor das Mikrofon fahren, ne? So, guck mal, hier war auch schon einsteigen, ist ja fantastisch. Also genau, von den O305-Varianten gibt es unsagbar viele verschiedene. Also es werden sehr, sehr viele verschiedene Varianten mitgeliefert. Glaube ich, sogar 20 Stück oder sowas. Es wird natürlich vorausgesetzt, guten Tag, dass das O305 Add-on installiert ist. Was kostet denn hier 3? Das oben dürfte eine Kinderkarte sein. Das rechts ist eine 10er-Karte, links ist das Einzelticket. Hätte ich jetzt mal. So, wie viel kriegen wir denn da einmal raus? Ach, das liegt da oben drauf. 1. Wow. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich hab das Leder nicht größer. Das tut mir leid, meine da. So, sie musste abstempeln. Ja gut, ich hätte vielleicht beide Türflügel aufmachen können. Gehen wir auf jeden Fall verschiedene Fahrkarten. Da rechts ist das Ding wie die 10er-Karte. Die sieht wie Kind aus. 4 bis 11 Jahre. Ich meine, ich kann jetzt leider kein Finish, aber naja, wird schon irgendwie passen. Ansonsten auch so ein bisschen auch geografisch unbewandert, aber naja, was willst du machen? So, jetzt können wir vielleicht noch die
32 Günschen warten. Ja, na, also ich habe jetzt auch nicht genau geschaut, wo denn jetzt hier die 23 lang fährt in Helsinki, aber sieht eher so nach den Suburbs aus. Also wir werden jetzt hier nicht durch zentral Helsinki fahren. Das wird sich ja ein bisschen weiter außerhalb bewegen. Ich mache mal schon mal den Pfeil schon an. Sonst eine Abfahrt. Sehr viel Uhrzeit und so, ne? Ach komm. Achso, nee, ah, das war die. Das ist nicht die Haltestellenbremse, sondern das ist die hintere Tür. Okay, ich vergaß. So. Jetzt wollen wir mal raus. Ich hoffe mal, da passt. Ansonsten lernen wir für das nächste Mal, dass wir vielleicht nicht ganz weit hinten halten sollten. Also ich mache mal ein bisschen, damit ihr vielleicht heute vom Bus mitbekommt, weil der Sound wurde nämlich modifiziert. Das finde ich eine coole Sache. Und davon vielleicht ein bisschen was hört. Ansonsten setzen wir uns natürlich nachher ein bisschen in den Innenraum. So, einmal raus hier. Ich glaube, es ist hier raus, ne? Mal geguckt. Ach ja, da passt. Also wir haben auf jeden Fall einen anderen Sound hier, einen anderen Motor eingebaut in den Bus. Das ist, glaube ich, ein Volvo B59. Das habe ich in der Folge extra nochmal angeschaut, wie der gute Kollege heißt. Jetzt kann natürlich sein, dass ich das potenziell eher wieder vergessen habe oder mir falsch informiert bin. Ach, guck mal. Alle Zugwaggons hier. Fantastisch. Wobei, damals war das hier der moderne Shit. Das ist wie wenn heutzutage, weiß ich nicht, der ICE4 da steht. Wobei es da Leute gibt, die sich potenziell nicht so drüber freuen würden. Oder andere moderne Triebwagen. Da bin ich auch mal gerne mit dabei. Aber ansonsten sieht man schon, dass das auch relativ weit laufend, also weitläufig, weitlaufend, genau, ja, das hat ja bestimmt irgendwas mit Wandern zu tun oder so. Das ist sehr weitläufig gestaltet. Muss ich jetzt blinken oder wie sieht das aus? Wer hat denn hier Vorfahrt? Eigentlich ist es ja geradeaus fahren, ne? Das hier ist rechts abbiegen, wir fahren geradeaus. Vorfahrt unklar. Scheinbar so wie es erwartet ist, okay. Wo ist denn überhaupt das Tüter Tal? Ich würde das ganz gerne durchlassen, falls das irgendwo ist. Naja. Ich mag Einsatzfahrzeuge und um sie sehr gerne. Sie sind kein bisschen nervig und fantastisch. Ach ja. Ansonsten, es gibt halt relativ viele für die Karte eigens gebaute Objekte. Und ich gucke mal, ob ich gleich noch kurz den Chainstock finde. Im Vergleich. Gleich zur letzten Version, die wir vor einigen Jahren schon mal gefahren sind. So. Na gut, Haltestellenbremse ist ein bisschen schwierig. Schon gut, Dach. Schon mal zu hier die Hütte. Und dann gucke ich mal. Ich glaube, der hatte ich sogar offen. Ja, genau. Okay, Buildings added. Okay. Gut. Ja, okay. Also es wurde sehr viel auf die Gebäude Wert gelegt und die wurden jetzt quasi im Vergleich zur letzten Version ein bisschen so gestaltet, dass die so aussehen, wie die damals in den 70ern wahrscheinlich ausgesehen hätten. Genau, weil wir eben Ende der 70er sind ansonsten. Ah, das Side-Panel ist tatsächlich neu. Da gab es in der letzten Version scheinbar doch nicht dieses Side. Sieht aber interessant aus. Ah, die haben aber schon, die haben auch sehr wenig hier auf dem eigentlichen Dashboard vorne. Da lässt sich wahrscheinlich relativ viel über das Side-Panel steuern. Ja, fantastisch. So, wollen wir mal hier vorsichtig ran. Die Dame da einmal einsteigen lassen. Da haben wir auch einen Haltewunsch. Das heißt, wir machen den auch mal auf. Haltestellenbremse? Nee. Haben wir nicht so weit. So, Feststellbremse. Schönen guten Tag. Adults Ticket. Dann ist aber das hier. Bei 3, da machen wir 4. Und. Oh, da kommt ein 5er raus. Das ist fantastisch. Nee, hä? Aber 5 ist doch noch nicht zu viel. Ist ja lustig, wenn ich auf die... Okay, dann kommen Münzen raus, wenn ich oben drauf drücke. Und wenn ich bei dem höchsten drauf drücke, drückt er auch gar nicht das untere mit. Das ist ja lustig, okay. Dass man dann so modden kann, krasser Shit. Omsi, weil es geht. Nee, tatsächlich, es ist bemerkenswert. So, genau die 23, damit wir hier sind. So. Der Bus...
So, fantastisch. Dann kommen wir einmal hier wieder weiter, um die Leute nicht zu langweilen und vor allem auch um den Fahrplan potenziell einzuhalten. Wobei, der tolle ist Fahrplan. Nö, sehe ich nicht. Fahrplan sehe ich einfach nicht. Deswegen könnte man das eben auch entsprechend alles nicht ganz so wichtig ansehen. Unter Umständen, aber natürlich sind wir trotzdem... Wir sind noch ein bisschen zu früh. Das heißt, wir könnten noch einen Ticken unsere Geschwindigkeit drosseln. Weil wir könnten mit 20 hier langfahren. Das ist natürlich eine gute Idee. Okay, der wird nicht arg viel lauter, wenn ich das aufmache. Der trackert aber so schön, wenn man gerade kein Gas gibt. Das gefällt mir sehr gut. Guck mal, wir können aber jetzt ein spriteffizient fahren hier. Das ist, glaube ich, eine fantastische Sache. So. Machen wir einmal hier nach oben. Interessant ist halt auch, dass auf dieser kurzen Linie zwei Umläufe tatsächlich fahren. Also es ist nicht nur ein Bus, der da unterwegs ist, sondern gleich zwei. Ich weiß nicht, ob wir dann entsprechend immense Pausenzeiten oder sowas haben, aber... Oh, warte mal. Ups. Ja, habe ich natürlich gesehen als professioneller Busfahrer. So, TV Gescus. Okay. Ich esse beim Fernsehgucken auch immer gegärte Milchprodukte. Ist ja nicht gegärt. Ja, keine Ahnung. Käse halt. So, ich wollte jetzt Käse umschreiben. Mensch, meine Güte. Lass mir doch mal meine Wortwitze hier. Da geht ja gar nicht. So. Wahrscheinlich ein Studio. Sieht aber tatsächlich so aus, ne? Was ist denn das hier? Du wartest nur prinzipiell. Naja, fantastisch. Tatsache, TV-Produktion wahrscheinlich. Oh. Wobei, ich glaube, der O305 kommt ganz gut hier den Berg hoch, auch generell. Ja. Kurz ein kleiner Tipp, wer die Karte selber spielen möchte oder vielleicht auch die Busse selbst fahren möchte. Guten Tag, Kollege. Wobei, der hat auch so geschildert, ne? Guck mal, der hat auch so rum hier seine 23. Haha. Man muss noch eine BAT ausführen, also eine Kopierdatei, die Texturen vom O305 quasi in diesen Bus kopiert, weil sonst das Ganze nicht funktioniert. So, also, ne, Readme lesen ist immer ganz wichtig. Eigentlich hätte ich das gar nicht sagen sollen, weil sonst lest ihr dann die Readme gar nicht, wenn ihr das machen wollt. Genau, also die Karte gibt es auf jeden Fall seit ein paar Tagen in der Webdisk. Für mich ist er noch gar nicht so lang hier. So, wir sind tatsächlich ein Ticken zu früh. Das ist jetzt nicht so toll. Vor allem, obgleich der doch sehr langen Linie, die wir jetzt zurückgelegt haben, meine Damen und Herren. Ja, boah, was willst du machen, ne? Hab eh nicht viel Zeit. Das hat jetzt ungefähr 10-mal so viel Zeit zum Installieren gebraucht, wie ich jetzt tatsächlich gefahren bin, aber... MTV. Aber der Vogel ist knuffig, ne? Ich kenne das jetzt nicht. TV-Reklame. Vielleicht ist es ja sogar eine Werbeagentur. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, fremdsprachenmäßig bin ich leider nicht so bewandert. Deswegen möchte ich mir diese Stelle trotzdem mal bedanken für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuschauen, fürs Einschalten und fürs dabei sein. Wir sehen uns dann einfach das nächste Mal wieder bei einer weiteren, vielleicht sogar ein klein wenig längeren Folge vom Let's Play Omni 2. Aber macht euch mal nicht so viel Hoffnung. Naja, was willst du machen? Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi und so, ne? Tschüss.